Der verlorene Sohn kehrt zurück. Guido Burgstaller wechselt also zurück zum SK Rapid Wien. Und ja, eine neue Ära beginnt wieder einmal für ihn bei Rapid, nachdem er ja durch Deutschland getourt hat und dort auch ordentlich viele Tore geschossen hat. Nun ist er aber zurück in Österreich und will dort anknüpfen, wo er bei Rapid aufgehört hat. Hier ist Rapid wirklich ein absoluter starker Transfer gelungen mit Burgstaller, mit Burgi, der natürlich Rapid-Erfahrung hat, natürlich nicht mehr der Jüngste ist, aber momentan hier wirklich im Spätherbst seiner Karriere auf Torjagd gehen kann, kommt er von St. Pauli und ist ja dort einer der besten Torschützen in der Liga gewesen, hat dort alles in Grund und Boden geschossen und ich bin fast schon mit einem österreichischen Benzema vergleichen, der auch jetzt eben diese Mittelstürmerposition besetzt und dadurch halt jetzt wirklich extrem darin aufgeht, natürlich jetzt im Niveau in der zweiten Bundesliga, aber trotzdem ein absoluter Vollblutstürmer und der wird Rapid auf jeden Fall weiterhelfen. Burgstaller hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben, also einen 2-Jahres-Vertrag. Der Ablöse nach geht es hier um 500.000 Euro, die Rapid an St. Pauli überwiesen hat. Angeblich war es auch so, dass Burgstaller nach diesem Transfer auch gefragt hat, weil eben auch vielleicht die Heimat gerufen hat. St. Pauli hat ihm hier auch keine Steine in den Weg gelegt, auch wenn sie natürlich gerne behalten hätten nach dieser Saison, aber nachdem sie jetzt auch nicht aufgestiegen ist der Reiz natürlich wieder in einer höchsten Spielklasse zu spielen sehr groß bei Burgstaller, nachdem er ja in der Liga so viele Tore geschossen hat. Burgstaller hat in 31 Spielen für St. Pauli in der zweiten Bundesliga 18 Tore geschossen und 7 Vorlagen beigesteuert, war mit Daniel Kofi-Schiré einer der gefährlichsten Duos in der zweiten deutschen Bundesliga und wäre ja fast aufgestiegen mit St. Pauli, aber wegen einem eher schlechteren Finish ist man dann doch in der Liga geblieben und hat aber trotzdem eine sehr gute Saison hingelegt. Und nun geht es für Burgstaller, der in Villach geboren wurde, zurück zu Rapid, wo er auf jeden Fall noch etwas zeigen will. Burgstaller ist 2011 vom damaligen Club Wiener Neustadt zu Rapid gewechselt und konnte bei Rapid auf jeden Fall eine sehr erfolgreiche Zeit auch miterleben, wo er mit Spielern wie einem Steffen Hoffmann zum Beispiel auch spielte, wechselte dann für eine Ablösesumme von 700.000 Euro zu Cardiff City nach England, konnte dort aber nicht wirklich Fuß fassen, wechselte dann zum 1. FC Nürnberg, dort war dann wieder stark, auch beim FC Schalke 04 konnte er sehr starke Zeiten miterleben und wechselte dann schlussendlich zu St. Pauli in der zweiten Liga, wo er auch hier weiter anknüpfen konnte. Wie gesagt, hatte einfach ein paar Mal auch ein paar Phasen, wo er nicht so scoren konnte, aber grundsätzlich immer jemand, der alles gegeben hat für die Mannschaft und vor allem auch dabei sehr spektakuläre Tore geschossen hat. Bei Rapid wird er sicherlich unter Trainer Ferdinand Feldhofer gesetzt sein, denn Burgstaller mit seiner Erfahrung, mit dem richtigen Assist, die er auch vielleicht bekommt von meinen Mitspielern, kann auf jeden Fall auch um die Torjägerkrone in der österreichischen Bundesliga mitspielen oder mitschießen, besser gesagt. Ob es für den Meistertitel reichen wird, will ich noch nicht sagen bei Rapid, aber ich glaube, sie können auf jeden Fall mit einem Kaliber Burgstaller hier zumindest den zweiten Platz einmal anvisieren oder zumindest mal den Versuch, die Champions League vielleicht sogar die Qualifikation zu schaffen. Auf jeden Fall sehr spannend zu sehen sein, wie er sich in Österreich tun wird, hat er auf jeden Fall die Erfahrung mit seiner Bundesliga-Erfahrung und ich denke, in Sachen Toren wird Rapid hier auf jeden Fall einiges zurückbekommen. Was sagt ihr nun zu diesem Deal? Glaubt ihr, das ist der richtige Schritt von Guido Burgstaller zurück nach Österreich zu gehen und wie denkt ihr, wird er bei Rapid performen? Was sagt ihr als Rapid-Fan? Seid ihr aufgeregt über diesen Transfer? Kommt die Nostalgie hoch? Zumindest bei mir ist dann doch wieder diese Flashbacks zurückgekommen von der damaligen Saison 2011, 2012, diese Zeit herum. Gerne also mal eure Meinung in die Kommentare schreiben und falls euch dieses Video gefallen hat, gerne Bewertung lassen, gerne den Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen und ich wünsche euch noch einen sportlichen Tag. Bis zum nächsten Video und ciao!